Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal ein Review, mal wieder. Den AK620 CPU-Kühler von Deepcool haben wir hier und das CC560. Beide sind weiß, ihr seht es ja gerade. Eigentlich wollte ich nur den CPU-Kühler reviewen, aber dann dachte ich so, Deepcool, die haben ja auch Gehäuse und dann knallen wir den doch auch einfach mal hier rein und hoffen, dass das auch alles passt, weil das ist echt ein Monster. Aber das werdet ihr gleich noch sehen. Bevor wir jetzt gleich zu der kleinen Kamera switchen, guckt euch den Bomber mal an. Also das, meine Hand daneben, das ist ein Riesenteil, hat hier 6 Heatpipes. Es ist auch noch alles komplett original hier unten mit diesem Aufkleber und so weiter. Klar, wir testen den jetzt das erste Mal und den testen wir auf einem 12.700K. Ich versuche den auch so ein bisschen zu treten, dass wir so um die 200 Watt mal vielleicht generieren können auf dem Prozessor, weil der Kühler hier, der soll 260 Watt abtragen können und das ist eine Ansage. Der kostet aktuell 75 Euro, schwankt immer ein bisschen zwischen 70 und 75 Euro, ist ungefähr auf einem Level mit einem BeQuiet Darkrock. Allerdings ist es so, der Darkrock hat nur 200 Watt, nur mal so als Vergleich. Ich teste das natürlich, ob der hier sein Versprechen hält. Und das Gehäuse, das ist das CC560, das gibt es auch in verschiedenen Farben, in Schwarz, in Weiß, mit RGB-Lüftern und so weiter. Wir haben jetzt hier nur blaue Lüfter. Und das Gehäuse ist im Moment, glaube ich, für so 55 Euro im Markt. Und ich bin echt gespannt, ob der da reinpasst. Rein von den technischen Daten, von der Höhe her, sollte es passen? Ja, ich will mal gucken, das unterscheidet sich auch immer so ein bisschen. Na, schauen wir mal. Das hier ist erstmal das grundsätzliche Design. Wir haben zwei Lüfter hier vorne, hier zwischen einen Tower, hier hinten haben wir noch einen Tower, also Dual-Tower-Kühler, wenn man so möchte. Und da haben wir jetzt Push-Pull, der Lüfter, der zieht die Luft hier rein, geht hier durch, und dann hinten wieder raus. Das ist erstmal der grundsätzliche Auslieferungszustand. Ihr seht hier auch 6 Heatpipes, hier haben wir noch die Kabel, das sind 2 ganz normale PWM-Kabel, da liegt auch ein Splitter mit dabei und dazu kommen wir jetzt. Das hier ist erstmal das grundsätzliche Zubehörpaket, da hat DHL wieder Fußball mitgespielt. Dann haben wir hier, wie gewohnt, die Anleitung. Eine Spritze mit Wärmeleitpaste. Das ist das eben besagte Splitterkabel für die Lüfter. Leider in schwarz. Wäre auch ganz geil gewesen, wenn es weiß gewesen wäre. Einen übelst langen Schraubendreher. Das liegt bei Deepcool immer daran, man muss oben durch den Deckel schrauben. Das kenne ich unter anderem vom AK500 und da braucht man so lange Schraubendreher. Aber der liegt dabei, von daher alles cool. Und das hier sind die verschiedenen Montagekits. Hier haben wir schon die Backplate für Intel, das kennen wir auch schon. Die Montage zeige ich euch gleich, wie das Ganze funktioniert. Wisst ihr, was geil ist? Ich kenne diese Montagemöglichkeit. Die sind überall gleich, sei es eine Wasserkühlung, sei es ein Luftkühler. Bei Deepcool werden die alle gleich ausgeliefert irgendwie. Also ich weiß, ich brauche gar nicht mehr in die Anleitung gucken. Wir gucken uns natürlich gleich an, aber ja. Da sieht man auch nochmal ganz schön mit dem Schraubendreher die Geschichte. Ja, er ist extrem hoch, der Kühler. Der soll ja auch diese 260 Watt abtragen können und da braucht man diesen Schraubendreher auf jeden Fall. Übrigens steht bei Geizhals, dass dieses LGA 1700 Kit optional erhältlich wäre oder im Handel erhältlich. Ist es hier auf jeden Fall mit dabei bei dem. Und ich würde auch sagen, gar nicht lange quatschen. Wir machen jetzt hier die Vormontage, dass die Backplate da reinkommt und eben diese Abstand-Nupsis, das zeige ich euch jetzt aber. Das hier ist die grundsätzliche Backplate, die kann man verstellen. Hier oben ist so ein, man hört's, man kann es so hoch und runter klickern, da kann man quasi die Abstände so ein bisschen einstellen. Den stellen wir jetzt passend für LGA 1700 ein. Hier vorne steht es auch nochmal LGA 1700, da hätten sie gerne, dass wir diese Schrauben nach außen drücken. Das machen wir jetzt auch. Und die setzen wir jetzt auch ganz normal hinten ein, einfach hier vorne durch die Löcher, die beim Mainboard schon vorgegeben sind, wenn man sie denn mal treffen würde, zack, und jetzt sind sie drin. Dann hätten die gerne von uns, dass wir diese, ja, diese Rändelschrauben hier quasi oben drauf schrauben. Kennt ihr alle schon, wenn ihr meine anderen Reviews gesehen habt, aber für die, die das erste Mal dabei sind, hier habt ihr das quasi in der Anleitung. Dann kommen jetzt hier diese Querstreben drauf. Und dann hätten die gerne, dass wir jetzt einfach nur noch diese Rändelschrauben hier nehmen und die dann mit dem großen Schraubendreher oben drauf festziehen. Das war schon mal die Vormontage. Jetzt bauen wir das Mainboard ins Gehäuse ein und somit schwenken wir jetzt auch direkt zum Gehäuse. Kommen wir erstmal zu der Oberseite. Hier oben haben wir so einen abnehmbaren Staubfilter. Das ist ganz nice to have. Dann haben wir hier den Power-Button. Hier vorne USB 2.0, Mikrofon, Audio. Das ist so eine Kombibuchse für quasi Kopfhörer und Mikrofon. USB 3.0 und ein Reset-Knopf. Die Front ist relativ schlicht. Wir haben hier ein leichtes Mesh, jeweils beidseitig. Wir werden uns gleich auch den Airflow angucken und die Temperaturen, die wir hier erreichen werden, vor allen Dingen mit dem dicken Kühler. Hier haben wir eine ganz normale Glasscheibe mit 4 Rändelschrauben festgemacht. Wundert euch nicht, dass das so ein bisschen matt ist. Hier ist noch so eine Folie drauf, die ziehen wir auch gleich ab.
Und wie ihr hier sehen könnt, haben wir hier vorne drei Lüfter drin, die allerdings, wie gesagt, nur blau leuchten. Es gibt das auch als RGB-Variante. Ich habe jetzt hier allerdings die blaue Variante. Ihr könntet optional, wenn ihr möchtet, hier auch noch einen 360er Radiator einbauen. Dann haben wir hier noch eine große Aussparung. Das feiere ich immer, weil ihr dann einfach die Backplates tauschen könnt, wenn ihr jetzt, sage ich mal, von einem Luftkühler auf eine AIO wechselt oder vielleicht von einem Luftkühler auf einen anderen und der eine andere Backplate mitbringt, kann man das direkt tauschen, ohne das ganze Mainboard ausbauen zu müssen. Wir haben mehr als genug Kabeldurchführung. Hier oben sind zwei Stück. Ich hoffe, das erkennt man einigermaßen auf der Cam. Hier haben wir auch drei Stück, hier auch zwei Stück und hier unten auch zwei. Da kommen unter anderem die Anschlüsse durch für zum Beispiel Power-On, Power-Off oder Reset-Knopf, vielleicht auch von der Grafikkarte die Kabel. Leider nicht gummiert. Ich finde das immer ganz schön, wenn hier so eine gummierte Kabeldurchführung wäre. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie besser. Aber gut, so ist es jetzt halt. Und im Heck haben wir auch noch einen 120mm Lüfter. Die sind übrigens alle DC gesteuert. Also nicht Molex oder so, dass ihr die gar nicht ansteuern könntet, sondern ihr müsst dann im BIOS quasi den DC-Mode aktivieren. Die meisten Mainboards, die unterstützen das. Und da könnt ihr dann auch die Geschwindigkeit regeln. Hier vorne haben wir noch so eine Abdeckplatte, die kann man einfach zur Seite schieben. Was ich nicht so geil finde, die sind wieder zum Rausbiegen. Ich meine, das Case, ja, es ist nicht teuer, ich verstehe das alles. Ich fände es aber besser, dass diese Blenden, wenn man die einmal rausgeklipst hat, die auch wieder reinmachen kann mit einer Schraube, das funktioniert jetzt hier leider nicht. Wenn ihr die einmal raus habt, bleiben die draußen. Und wenn ihr jetzt, sage ich mal, von Micro-ATX zu einem ATX-Board wechselt, dann wandert die Grafikkarte um einen Slot nach unten und dann habt ihr hier oben halt ein Loch. Deswegen überlegt euch gut, was ihr da einbaut. Nicht, dass ihr da munter wechselt zwischen Micro-ATX und ATX. Und vor allen Dingen auch, was Erweiterungskarten angeht. Sagen wir jetzt mal, ihr holt euch ein Mainboard ohne WLAN und baut hier noch eine WLAN-Karte, sage ich mal, ein. Und hinterher wechselt ihr auf ein Mainboard mit WLAN, dann braucht ihr die Karte nicht mehr, dann habt ihr da auch ein Loch. Aber gut, wir müssen halt den Preispunkt wirklich im Auge behalten. Und für 55€ oder was das Case gerade kostet, ist das halt irgendwo auch Standard. Das ist ganz selten, dass bei so günstigen Gehäusen wirklich schraubbare Blenden mit dabei sind. Schauen wir uns jetzt hier das Gehäuse von der Rückseite an, sehen wir, Kabelmanagement technisch ist halt gar nichts los. Also keine extra abgesetzten Schächte oder ähnliches. Ihr habt hier so ein paar, ja, diese Blechausstanzungen, wo ihr dann Kabelbinder durchlegen könnt. Aber sonst ist da wirklich nichts los. Sehe ich auch ganz oft bei Shakun, auch bei den günstigen Gehäusen. Sobald es dann teurer wird, ab 100€ geht das wieder alles klar. Aber bei diesen günstigen Gehäusen für 50-60€ ist halt Kabelmanagement technisch wirklich nichts los. Das Ding ist, kommt ihr jetzt auf die Idee, sagen wir jetzt mal, ihr wollt Corsair-Lüfter da einbauen, ja? Dann habt ihr da halt, sag ich mal, 4, 5 oder sogar 6 Corsair-Lüfter drin. Und dann braucht ihr noch diesen Commander Pro oder was auch immer für die RGB-Steuerung. Und dann wird das hier hinten echt eng. Und da müsst ihr halt wirklich aufpassen. Ansonsten haben wir hier unten noch ein paar Kabelbinder sind mit dabei, die üblichen Schrauben für Mainboard und so weiter. Für das Netzteil gibt es hier unten auch einen Staubfilter und solche Gummifilz-Abstandshalter, damit die Schwingungen von dem Netzteil sich nicht auf das Gehäuse übertragen. Hier oben könnt ihr übrigens noch eine 240er AIO einbauen, falls ich das eben nicht erwähnt habe. Und jetzt bauen wir den ganzen Bums mal da rein. Das erspare ich euch jetzt aber, damit das Video nicht zu lang wird. Okay, eine Sache kann ich euch doch nicht ersparen. Hier oben diese Abstandshalter, die sind vormontiert, aber es fehlen halt die für ATX, also drei Stück. Was heißt, sie fehlen? Sie werden hier mitgeliefert. Aber nur dran denken, falls ihr da ein Mainboard reinbaut, vergesst bitte hier die Schrauben nicht. Ich bin jetzt hier gerade am Bauen. Mir ist gerade was aufgefallen. Und zwar dieser Abstand hier oben zwischen Netzteil und das hier ist unter anderem USB- und Audiokabel, ist sehr, sehr gering. Also das passt zwar, aber das ist sehr, sehr wenig. Und ich musste den Festplattenkäfig auch erst ausbauen, damit ich das Netzteil überhaupt so quasi da reinkriege. Vorteil ist an der ganzen Geschichte, man kann den rausnehmen und auch versetzen, ein Stück nach vorne und wieder festmachen, der hat hier unten so Schlitten. Wenn ihr das macht, müsst ihr natürlich aufpassen, dass wenn ihr eine 360er Wasserkühlung vorne einbaut, den wieder nach rechts setzt, sobald ihr dann quasi damit fertig seid. Ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. So, wie ihr seht, habe ich jetzt soweit alles montiert, habe die Kabel auch überall dran gemacht. Klar, Prozessor war vormontiert, SSD genauso, Netzteil habe ich noch reingeschmissen, okay. Und jetzt schauen wir uns mal die Montage an hiervon. Und zwar wollen die, dass wir hier quasi die Lüfter rausnehmen. Die werden ja nur mit Metallklemmen gehalten. Und dann sollen wir das gleich später da drauf schrauben. Im Endeffekt bedeutet das einfach nur, dass dieser Lüfter nur weg muss. Der kann ruhig bleiben, der hier muss weg, dass wir halt an dieser Schraube hier dran kommen. Das geht sogar relativ easy. Ihr braucht dann nur diese Metallklemme nehmen, zieht die nach außen hinweg. Das macht ihr auf der anderen Seite genauso und dann kann der da raus. Auch übrigens, ganz wichtig, nehmt bitte diese Folie ab. Ne? Ganz schon oft gesehen, dass die Leute das vergessen haben. Bitte abmachen, bevor ihr den montiert. Jetzt schnappen wir uns hier die Wärmeleitpaste. Die ist ja mitgeliefert. Das wird für 2, 3 Anwendungen, denke ich, reichen. Also die Spritze ist nicht voll. Ihr seht, wie wenig nur hier hinten raussteht.
Aber für zwei, drei Anwendungen wird das schon passen. Ich habe jetzt einfach nur so eine Wurst drauf gemacht, weil die Prozessoren sind ja so länglich. Früher hat man immer einen Punkt in die Mitte gemacht. Ich persönlich mache gerne immer so eine Linie, dass sich das zu den Seiten dann quasi wegdrückt. Ich, Depp, habe gerade gesehen, ich habe die Leisten falsch drauf gemacht. Die müssen oben und unten hin. Sorry, werde ich jetzt eben noch ändern. So viel zum Thema, die werden alle gleich befestigt, verdammt. Aber eins muss ich ja sagen, ich finde die Tatsache lustig, dass die halt auch quer passen. Man könnte, wenn man wollte und das mit dem RAM passt, den Lüfter auch so einbauen oder den Kühler, dass der nach oben rausbläst. Okay. Ja, und im Endeffekt machen wir jetzt nichts anderes, als die Schrauben hier vorne mit diesen Pinchen zu verbinden. Also wir setzen den jetzt so da drauf und schrauben den fest. Alter Schwede, ist das ein Brummer. Also, falls ihr RGB-RAM habt, verabschiedet euch davon, weil viel sehen tut ihr davon nicht mehr. Aber er passt von der Höhe. Das finde ich erstaunlich. Also gut, kommt auf den RAM an, ne? Der ist ein bisschen niedriger. Wenn ihr jetzt, sag ich mal, Corsair Vengeance RGB Pro da reinmacht, dann ja, kann es sein, dass er damit kollidiert. Den könnt ihr aber nach oben versetzen. Also den könnt ihr frei bewegen. Aber verabschiedet euch davon. Oder ihr schraubt den Lüfter quasi, oder was heißt schraubt, ihr klemmt den, hier habt ihr diese Klemmen, packt den hier vorne hin. Geht auch. Ich lasse es jetzt aber so, weil so ist es vom Hersteller quasi vorgegeben. Hier haben wir jetzt diese beiden PWM-Kabel, die von den beiden Lüftern kommen. Und in der Verpackung war ja auch noch dieser Splitter. Da schließen wir die jetzt dran an und dann die ganze Nummer auf den CPU-Fan. Den Deckel habe ich jetzt auch wieder drauf gemacht. Da wölbt sich auch nichts. Also da scheint doch einigermaßen Platz drin zu sein. Aber wie gesagt, Kabelmanagement, so einzelne Schächte oder Klappen oder was man halt so kennt, hätte ich schön gefunden, aber bei einem 50-Euro-Case, meine Güte. Im Übrigen, die Grafikkarte hier, das ist eine 2080 Super. Die hat eine Gesamtlänge von ja, ca. 32 cm. Ihr seht, ihr habt hier vorne nicht mehr ganz so viel Platz. Ne? Ich sag's nur, weil gut, die Lüfter könntet ihr theoretisch noch auf die andere Seite schrauben, dann den Radi da reinpacken. Das würde noch gehen. Überlegt es euch aber, sofern ihr da irgendwie mit dem Gedankenspiel vielleicht eine, weiß ich nicht, 3090 oder so reinzubauen oder eine 4070 Ti. Die können ja durchaus noch länger sein, dass ihr hier ein bisschen dann begrenzt seid. Ich messe jetzt nochmal die Gesamtlänge. Also so bis 350 mm würde ich noch unterschreiben. Alles darüber hinaus wird dann schon schwierig in dem Case. So. Die Kiste läuft endlich. Ich hatte gerade mal wieder ein Erlebnis. Kaputt, kaputt, kaputt. Drei Grafikkarten oder das Mainboard hat einen weg. Das kann natürlich auch sein. Aber ja, keine wollte so richtig funktionieren. Zum Glück ist das ein 12700K. Das bedeutet, es ist kein KF und dementsprechend können wir ein Bild ziehen. Und da bin ich gerade richtig happy drüber. Jetzt machen wir erstmal einen Cinebench-Run und dann zeige ich euch gleich noch ein bisschen die Optik, wobei ihr seht ja jetzt schon einiges hier. Vorne habt ihr jetzt diese blauen Lüfter, die sind wie gesagt nicht RGB gesteuert oder so. Und die haben wirklich nur die eine Farbe und der eine Hecklüfter und hier der große weiße, der auch gerade so reinpasst. Also die Glasscheibe ist drauf, aber ja, ist schon knapp, aber das wusste ich. Mich wundert, dass er überhaupt reingepasst hat. Okay, machen wir jetzt mal einen Cinebench-Run. So, die ganze Kiste läuft auch schon. Ich habe hier übrigens PL1 und PL2 Leistungsgrenze auf 4095 Watt gesetzt, dass der Prozessor sich wirklich das reinpfeifen kann, was er gerne möchte. Im Moment liegt er so bei 166 Watt und hat hier eine Temperatur von ja, 63 Grad. Aber das werden wir jetzt weiter beobachten. Ich lasse den jetzt die vollen 10 Minuten hier im Multicore durchlaufen. Und dann schauen wir mal, was wir hinterher wirklich als Peak hatten. Hier haben wir mal die Durchschnittstemperatur und das ist die aktuelle Temperatur. Ihr seht es ja hier auch gerade nebenbei durchlaufen. Nur mal kurz als Zwischeninfo. Ich bin jetzt mal ein bisschen durchgescrollt. Man sieht hier jetzt gerade, dass der 1670 Umdrehungen fährt. Der kann allerdings 1850, zumindest laut dem Datenblatt. Das heißt, der ist jetzt noch lange nicht an der Grenze. Und von der Temperatur her sind wir jetzt gerade immer noch bei geschmeidigen, ja, sagen wir mal knapp 70 Grad bei 170 Watt Leistungsaufnahme. Das sind wirklich erstaunlich gute Werte und man sieht auch immer wieder, wenn der Cinebench dann hier wieder unterbricht, wenn das Bild vollgeladen ist, dass das dann hier einbricht direkt irgendwie auf 30 Grad oder so runter. Das ist schon ganz geil. Und für euch wieder als kleine Info, wie viel Dezibel wir haben mit ca. 10 cm Abstand. 41. Das ist tatsächlich sogar ziemlich gut. Klar, man hört ihn. Der ist jetzt unter Volllast. Wenn man da jetzt, denke ich mal, vielleicht hier oben noch ein paar Lüfter reinbaut oder so und ein bisschen mit der Drehzahl noch rumspielt, man kann das ja alles einstellen, dann kriegt man da auch noch bessere Werte hin. Aber wenn ihr mit dem Headset daneben sitzt,
dann denke ich, werdet ihr den kaum hören. Und hier vorne, ich hoffe, das kommt jetzt einigermaßen rüber auf der Kamera. Es sieht blau aus, es ist aber eigentlich türkis. Ich gehe mal näher dran, aber ich glaube, das hilft nicht. Ich werde auf jeden Fall davon noch ein Foto machen, das dann einblenden. Hier sieht man, dass die türkise Beleuchtung durch diese seitlichen Schlitze noch rausleuchtet. Ich finde es eigentlich ganz nice. Sieht nicht schlecht aus. RGB hätte mir besser gefallen, aber ich habe jetzt halt nur den blauen gekriegt. Hier, die kommt auch ein bisschen mehr weiß rüber. Es ist wirklich türkis. Ich weiß nicht, warum die Kamera da jetzt so rumspinnt. Ich kann es hier doch mal versuchen. Es sieht wirklich sehr weiß aus, aber es ist wirklich türkis. Selbst wenn ich meine Strahler oben ausmache, sieht es immer noch sehr weiß aus. Naja, kann ich jetzt nichts dran ändern. Es ist wirklich türkis, glaubt mir einfach. Ich habe es jetzt auch mal mit der Systemkamera versucht. Ihr seht, es sieht weiß aus. Also es hat, wenn ich jetzt mal aus meiner subjektiven Meinung rausgehe, so eine Art Eiseffekt. Sieht ein bisschen aus wie so Gletscher. Das kommt leider auf der Kamera nicht rüber. Ich kann noch mal versuchen, da mal ran zu zoomen. Ja, nee, könnt ihr euch kein Bild von machen, leider. Das ist jetzt natürlich nicht so schön. Egal. Auf jeden Fall ist es so, dass das Ding aussieht, als wäre das wirklich so gletschermäßig mit diesem weißen Gehäuse und dann diese blauen Akzente. Ich finde es ganz okay, wer es mag. Ich bin jetzt allgemein nicht so ein Fan von diesen weißen Gehäusen und so, aber ich finde es schon cool. Aber da es ja gerade auch so schön dunkel ist, man sieht hier auch von eurem RGB-RAM habt ihr dann nicht mehr so viel. Man sieht dann nur noch einen Riegel. Und der Cinebench ist durch. Wir sind bei 22.817 Punkten, weil nebenbei halt noch HW-Info und so offen ist. Das ist immer ein bisschen weniger dann als der Score, der jetzt im Internet steht, sage ich mal. Und ungelogen, das war jetzt vor 10 Sekunden, der ist direkt wieder richtig schön geschmeidig auf seine 20 Grad runtergegangen. Der Kühler ist krass, muss man wirklich sagen. Gut, wir hatten eine maximale Leistungsaufnahme von 174 Watt. Schön. Der Kühler ist angegeben mit 260. Ich glaube, wenn man dem 260 gibt, mit einem 13.900K zum Beispiel, der hat ja eine PL2 von 253 Watt, hat er zu kämpfen. Aber er ist relativ leise geblieben, war noch nicht am Maximum von der Drehzahl. Und wir haben hier halt 70 Grad. Das ist Wahnsinn. Natürlich sollte man hierbei jetzt noch bedenken, dass es eben so ist, wenn eine Grafikkarte noch eingebaut ist und die auch ordentlich Last hat, die Wärme nach oben abgibt, dann werden die Temperaturen auch wieder ein bisschen anders sein. Wir haben die Grafikkarte jetzt komplett weggelassen, ihr wisst ja warum. Es ist so traurig. Aber ja, der Kühler konnte auf jeden Fall überzeugen. Ich habe jetzt noch nichts anderes erwartet. Wenn ein AK500 das schafft, schafft ein AK620 das sowieso. Und das ist eine schöne Alternative zum Darkrock 4 bzw. Darkrock 4 Pro. Und das Case ist auch ganz hübsch. Hat hier so eine leichte Meshfront, Airflow ist gegeben, sonst wären die Temperaturen jetzt auch beschissen gewesen. Und ich finde, ja, kann sich sehen lassen. Das wäre es dann somit auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, das CC520 und der AK620, das verlinke ich euch alles unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr daran irgendwie interessiert seid, schaut da gerne mal vorbei. Die Preise schwanken immer so ein bisschen, aber das Case für, sage ich mal, etwas über 50 Euro und der Kühler, top Sache. Und ich würde dann mal sagen, bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.